Morgen habe ich aber dafür meine Bio- und Chemieprüfung. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, wie wenig wir im Kühlschrank haben. Wir waren ja Ewigkeiten weg. Wird jetzt wieder ein Großeinkauf. Ich dachte, ich mache euch jetzt einen kleinen Haul. Ja! Jetzt bin ich aufgeregt vor der Klausur. Trotzdem kann man es nicht vergleichen mit dem Ich früher. Ich wollte euch ganz kurz sagen, dass wir heute die Ergebnisse bekommen haben. Also eben, es kam ein riesiges Paket von Best Secret an. Aber ich dachte, ich mache so einen kleinen Haul für euch. Hallo! Ich dachte, ich vlogge wieder mit. Heute ist Montag. Ich bin am Samstag hier angekommen. Koffer sind ausgepackt, liegen jetzt nicht über eine Woche hier rum. Ich habe es direkt sogar am Samstag gemacht. Wäsche habe ich gestern gewaschen. Also ich bin richtig gut dabei und habe mir auch schon meine To-Dos aufgeschrieben. Ich benutze immer Notion, die App, und mein Planer. Der ist mehr so für Social Media und für Klausuren und so. Und hier schreibe ich meine täglichen To-Dos auf. Das ist ultra praktisch. Yes. Hier ganz kurz Unterbrechung, weil das Video ist in Kooperation mit Best Secret und ich habe einen kleinen Haul für euch aufgenommen. Hallo, ich dachte, wir können uns gleich zusammen mal ein bisschen fertig machen und mir ein Outfit raussuchen. Es passiert zwar jetzt nichts Besonderes, ich gehe nur gleich mit Sophia und Anna spazieren, aber ich habe ein Paket bekommen, auf das ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Achtung! Und zwar... ein riesiges Paket von Best Secret an und ich muss mir vielleicht noch mal eine Schere holen. Aber ich dachte, ich mache so einen kleinen Haul für euch. Okay, es geht auch so. Und zwar ist es jetzt auch in Zusammenarbeit mit Best Secret, aber ich freue mich auch so. Also ich kenne die Website wirklich schon mega lang. Meine Mom hat da immer bestellt für uns, schon seit Jahren. Und auch von Freundinnen und so kenne ich die. Best Secret ist nämlich eine geschlossene Shopping-Community mit über 3000 Designermarken, die sogar bis zu 80% reduziert sind. Also richtig krass. Und die Registrierung ist nur durch eine Einladung möglich. Aber ich habe für euch auch einen Einladungslink. Ihr könnt gerne mal in die Infobox schauen. Der ist bis zu 4 Wochen gültig. Und was halt das Coole und Besondere bei Best Secret ist, ist, dass die auch aktuelle Kollektionen haben, die teilweise sogar auch bis zu 20% reduziert sind. Weil bei vielen anderen Outlet-Seiten oder insgesamt Outlets gibt es ja dann nur ältere Kollektionen und da halt eben nicht. Und die haben halt auch eine riesen Auswahl. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich mir bestellt habe. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal mit dem Mantel an. Ich liebe ja Jacken, habe auch viel zu viele, aber gut. Ich hatte nämlich noch nicht so einen dunklen blauen und ich konnte sowas in Deutschland fast nie anziehen, weil der wirklich voller Hundehaare gewesen wäre. Der sieht richtig schön aus und ich liebe das auch, wenn man die Mäntel hier so binden kann. Ich habe wirklich ein Jackenproblem. Ich bin einfach so obsessed. Ich sag euch gerne mal, von welcher Marke der ist und wie viel Geld ich gespart habe. Der hätte regulär fast 170 Euro gekostet. Und ich habe den für 62,99 Euro bekommen, was krass ist. Ich glaube, wir ziehen den vielleicht direkt mal an. Oh, der Mantel ist voll schön. Ich habe eigentlich gar nicht so viele hochwertige Mäntel. Und ich finde, man merkt da richtig die Qualität. Also, dass er einfach gut verarbeitet worden ist. Und ich finde den sehr schön. Den werde ich bestimmt mega oft anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr erkennt, dass es halt so ein dunkelblau ist. Kein schwarz, weil einen schwarzen Mantel habe ich schon. Sehr pretty. Okay, mit dem bin ich auf jeden Fall schon mal mega happy. Machen wir weiter mit dem nächsten Mantel. Der ist in so einem hellgrau und genau so einen habe ich gar nicht. Also klar, ähnlich genau so einen, aber die Farbe habe ich noch gar nicht. Und zwar sieht der so aus und der ist von der Marke B-Vibes. Der war einfach 80% reduziert. Also der hat davor 279 Euro gekostet und jetzt nur noch 54,99 Euro. Voll krass, weil ich glaube, ich hätte für Mantel gar nicht so viel Geld ausgegeben. Und ich habe mich voll gefreut, als ich den gesehen hatte. Der sieht eigentlich fast 1:1 aus wie der blaue, nur ein grau. Ich ziehe den aber auch mal an. Die Farbe ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber der hat voll die perfekte Länge. Auch das mit den Taschen hier finde ich richtig gut. Und das Nice ist, auch bei dem und bei dem anderen Mantel, ich kannte die Marken, um ehrlich zu sein, davor gar nicht. Und die habe ich einfach gefunden. So sieht der aus. Dann habe ich hier noch so einen lilanen Pulli. Von Guess, glaube ich, war der.
Ich fand die Farbe nämlich voll schön. Und auch das Muster sieht richtig schön aus. Der hatte davor 90 Euro gekostet und hat jetzt nur noch 71,99 Euro gekostet. Aber ich habe auch genau in der Farbe noch keinen Pulli. Okay, ich probiere mal ganz kurz an. Der sieht so aus. Das ist auch voll perfekt. Ich wollte den auch nicht komplett oversized haben. Also ich habe den auch in XS genommen. Voll schön. Okay, ich habe noch ein Kleid und dann noch was für den Finn. Okay, willst du kommen, dann geben wir dir als erstes deinen Pulli. Ja. Und zwar hat der Finn gefühlt 10 Klamotten. 10 Obert. Naja, also sein Schrank, da ist nicht so viel drin. Und wie viele Hoodies hast du? Schon ein paar. Und wie viele ziehst du davon an? Ja, schon 3 mindestens. Egal, ich freue mich, dass ich ihm was aussuchen konnte. Und zwar ist es von der Marke, die kennen wir beide auch nicht, Young Poets Society. Und der ist in so einem hellgrau. Also es gab da 37%. Also davor hat der fast 100 Euro gekostet. Und jetzt nur noch 62,99 Euro. Ein Schnapper. Also schon gut. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Größe. Schon riesig. Zieh mal an. Ich finde den Rücken cool. Aber ich finde den cool. In der Farbe hat der Finn auch noch nichts. Also hier steht auch Evolve or Repeat. Okay. It's time to tell your story. Okay. 2022 steht hier sogar drauf. Okay, hast du einen neuen Hoodie in deiner Kollektion hier. Und ich habe noch eine Sache. Und zwar ist es halt ein Kleid, weil ich es voll schön fand. Passt jetzt zwar nicht zur Jahreszeit, aber bald. Das ist auch von der Marke Fracomina. 48%. Es hat davor 110 Euro gekostet und jetzt hast du es für 58 Euro bekommen. Ja, also das ist so ein ganz weißes. Ich fand den Ausschnitt auch ganz schön. Ich ziehe es jetzt auch mal an. Okay. Voll schön. Gerade wenn ich ein bisschen bräuner bin. I like. Es hat hier überall so Rüchen. Auch hier vorne. Das ist aber relativ schlicht geschnitten. Okay, das war's. Ihr könnt gern, wie gesagt, den Link in der Infobox benutzen. Okay. Ja, gut. Das auch gut. Und ab heute fängt eigentlich meine Uni an, aber weil wir heute ein Tutorium hätten, was wir jetzt schon vor den Ferien hatten, habe ich heute nochmal frei, was echt angenehm ist. Morgen habe ich aber dafür meine Bio- und Chemieprüfung. Ich habe da gerade auch ein bisschen auf Instagram drüber geredet, dass ich mittlerweile halt viel entspannter bin, was Prüfungen angeht und so. Viele fanden die Einstellung gut und meinten, das hat denen ein bisschen weitergeholfen, dass ich darüber geredet habe. Und manche können da halt nicht so relaten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ansprechen soll oder vielleicht mal in einem Podcast oder so. Hint, hint. Aber auf jeden Fall kann ich ja grob einfach mal kurz dazu sagen, dass ich viel entspannter bin, weil ich mir einfach selbst den Druck so ein bisschen rausgenommen habe. Ich habe mir halt, bevor ich angefangen habe zu studieren, gesagt, ich studiere nur, wenn ich nebenbei noch Social Media machen kann, weil ich das liebe und wirklich, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, damit aufzuhören. Und wenn ich trotzdem noch Freizeit habe, in den Urlaub gehen kann und Freunde treffen kann und mir halt die Zeit auch nehme, statt jetzt nur zu lernen. Weil ich meine, Zahnmedizin ist jetzt kein einfacher Studiengang. Das ist ein Vollzeitstudium, also eigentlich ist es schon krass, dass ich das andere hier so nebenbei mache. Ohne mich jetzt hier selbst irgendwie zu loben. Aber wenn ich jetzt wirklich in der krassen Klausurenphase drin stecke, bin ich auch sehr überfordert. Das kommt auch häufig vor. Aber ich versuche mir halt einzureden, dass ich mich da nicht so sehr stresse, weil ich überhaupt stolz auf mich bin, dass ich studiere und dass ich das irgendwie alles so hinbekomme. Wenn ich nicht das Mindset hätte, würde ich, glaube ich, auch gar nicht studieren wollen. Weil das ist so gerade so meine beste Zeit, also oder einer meiner besten Zeiten, so meine 20er und ich finde es halt voll schade, wenn ich jetzt wirklich nur lernen würde und nur den ganzen Tag da sitzen würde, weil ich wäre dauer gestresst. Bei mir, bei meiner Uni ist es nicht so, dass ich einmal eine Klausurenphase habe und danach erstmal für Wochen nichts mehr, sondern ich schreibe halt alle paar Wochen eine Klausur, mindestens eine. Und deswegen wäre ich halt dauer gestresst, würde ich mir den Druck machen. Um ehrlich zu sein, gibt es schon ein paar Leute aus meinem Studiengang, die so viel lernen und in den Ferien auch nichts anderes gemacht haben. Aber ich will halt so einfach nicht studieren. Für mich ist halt nicht wichtig, dass ich einer der Besten bin. Ich bin so mittel und das reicht mir vollkommen. Und gerade jetzt im ersten Semester will ich mich einfach nicht so sehr stressen. Also klar, wenn es dann vielleicht finale Examen gibt, muss ich dafür auf jeden Fall mehr machen und will dann wahrscheinlich auch besser sein.
Aber ich versuche mir gerade selbst den Druck rauszunehmen. Davor war es bei mir halt irgendwie immer so bei Klausuren, dass ich mir selbst so viel Stress gemacht habe. Und mir hat das halt einfach nicht geholfen. Also ich habe da nicht gut geschlafen, hatte Blackouts, konnte mich gar nicht richtig konzentrieren, schon Tage vor der Prüfung. Und das war halt eher negativ als positiv, logisch. Ich glaube, jeder hat halt auch unterschiedliche Ziele und viele wollen wahrscheinlich ultra gut im Studium sein und so, ist ja auch echt voll in Ordnung. Aber mir ist halt auch Social Media voll wichtig, meine Freizeit und vor allem auch in den Urlaub zu fahren. Ich liebe das halt, weg zu sein. Und wenn ich das jetzt nicht so sehen würde, wäre ich halt dauergestresst, weil ich, wie gesagt, fast jede Woche oder jede zweite Prüfung habe. Deswegen fällt es mir halt einfacher, wenn ich das so sehe. Ich habe in den Ferien, um ehrlich zu sein, halt nicht so viel gemacht, aber ich habe trotzdem nicht nichts gemacht. Also ist auch mega in Ordnung, wenn ihr voll viel für die Uni lernt. Ich finde es richtig bewundernswert. Ich hätte bloß halt nicht angefangen zu studieren, wäre das jetzt mein Ziel gewesen. Yes, okay. Aber trotzdem muss ich heute wieder mehr lernen, weil ich morgen meine Prüfung habe. Und ich habe schon Zusammenfassungen und so, will die halt einfach nochmal durchgehen. Aber trotzdem mich jetzt nicht stressen. Das ist der letzte Tag, ich kann ja heute eh nicht mehr so viel machen. Und weil wir jetzt auch erst hier angekommen sind, müssen wir dann auch nochmal groß einkaufen gehen. Wir haben fast nichts im Kühlschrank. Ja, ich dachte, ich filme einfach die Tage ein bisschen mit. Ich habe, wie gesagt, morgen meine Chemie-Bio-Prüfung, nächste Woche Montag meine Physikprüfung und am Mittwoch dann mein Physikpraktikum. Und sonst habe ich ab jetzt wieder Online-Uni. Ich habe übrigens auch alles für die Uni auf meinem iPad. Da kriege ich auch mal voll viele Fragen. Ich benutze GoodNotes und ich versuche mir das immer so stundenweise anzugucken. Also ich habe jetzt genau eine Stunde, bevor Finn und ich einkaufen gehen wollen. Also ich versuche das ganz gut einzuteilen. Falls ihr auch insgesamt vielleicht mal wollt, dass ich mehr über mein Studium und vielleicht auch mein Mindset reden soll, also Studien, Life bzw. Freizeit-Balance, kann ich das gerne mal machen. Wie gesagt, Hint, Hint, eventuell mal in einem Podcast, mal gucken, vielleicht kommt ja bald was. Ja, ganz kurz, für sowas hätte ich eigentlich auch nie Zeit, aber ich nehme mir die Zeit dafür, weil mir macht sowas halt so viel Spaß, Podcast, YouTube, TikTok im Moment auch, da bin ich gerade auch aktiver, also ja. Und natürlich auch Instagram, aber mir macht das halt voll viel Spaß und ich teile es mir halt so ein, dass ich dafür Zeit habe. Genau wie hier für das Film und so. Also ja, ich rede hier schon wieder seit 10 Minuten, obwohl ich lernen wollte. Deswegen, ja. Adios, ich nehme euch die Tage ein bisschen mit. Okay, let's go. Mein Handy liegt übrigens schon im anderen Raum, damit ich mich nicht ablenken lasse. Das war's schon wieder. Ich gehe jetzt mit dem Finn einkaufen. Muss mich kurz mal fertig machen, weil ich habe noch meine Jogginghose an. Und ich habe sogar einen Fleck hier noch. Ach, wenn man den ganzen Tag eh nur drin ist, so warum sollte ich mich jetzt so richtig fertig machen? Also Hauptsache, ich bin gemütlich. Also ich werde jetzt nichts Krasses anziehen, wir gehen nur einkaufen. Ich denke einfach nur Jeans. Das Ultra TMI, aber ich trage jetzt seit neuestem so Periodenunterwäsche und probiere das gerade aus. Das sieht halt aus wie Oma-Unterwäsche. Und sieht das auch so ganz bisschen. Also, ich finde die echt nice so zum Chillen und so, aber zum Rausgehen. Hält es schon ein bisschen auf. Aber ich gehe ja nur einkaufen. Und ich habe da drüber einen Mantel an. Also, es passt schon. Nur wenn ich jetzt wirklich zur Uni gehe oder länger draußen bin, würde ich die nicht anziehen. Aber zum Chillen ist es echt so ein Game Changer. Ich kann euch die kurz mal zeigen, falls euch das interessiert. Die ist nämlich sogar noch eingepackt. Der Spruch ist auch voll süß. Was von der Marke The Female Company. Die haben die mir zugeschickt und ich probiere die jetzt zum zweiten Mal aus. Und hier ist halt jetzt noch eine neue drin. Das war es auch mit fertig gemacht. Ich ziehe einfach noch eine Jacke an. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, wie wenig wir im Kühlschrank haben. Also wir haben nichts. Wir waren ja Ewigkeiten weg. Deswegen, also Limo haben wir jetzt erst neu angefangen. Und das ist unser Mittagessen gewesen. Also das stand da jetzt auch nicht 3 Wochen drin. Aber wir haben eine Marmelade, Gurken, ein paar Soßen und das war's. Und hier sieht's auch echt mager aus. Wir wollten uns gestern Pizza machen und wir hatten keine mehr. Wir haben uns dann nur so Baguette gemacht. Ja, also hier brauchen wir auch noch ein bisschen was. Und hier geht's. Also wir haben uns Nudeln gemacht, aber mehr können wir gerade gar nicht machen. Also wir brauchen auf jeden Fall einiges. Das wird jetzt wieder ein Großeinkauf. Thank you.
haben wieder echt viel eingekauft. Also zwei Tiefkühltaschen sind voll. Wir haben unten ja noch eine Tiefkühltruhe, deswegen kaufen wir da immer mehr ein. Da ist einfach Pizza drin, Frühlingsrollen. Was ist das hier? Ah, Gemüse. Also meistens kaufen wir auch Gemüse, aber wenn es mal schnell gehen soll, einfach so ein paar Sachen auf Vorrat. Oh, und was ich echt cool fand, und zwar, ich habe Cookie Dough geholt, aber die mit Karamell, die hatte ich noch gar nicht. Wollte mal ausprobieren. Ja, aber die normalen gab es auch nicht. Wollen wir die jetzt mal ausprobieren? Mm, okay. Die normalen schmecken besser. Ja. Oh, trotzdem nicht schlecht. Ich dachte, ich mache euch jetzt einen kleinen Haul. Ja. Oh Gott, das ist schwer. Ich weiß nicht, ich finde das bei anderen Leuten auch interessant irgendwie. Und ich versuche euch jetzt nur die interessantesten Sachen zu zeigen. Ich sortiere das meistens schon so auf dem Boden vorab. Weil viele sind halt dahin oder dahin. Deswegen Kühlschrank. Sortiert. Okay, das sieht chaotisch aus, aber ich dachte, ich gehe das mal mit euch durch. Also, ich habe Mikrowellen-Popcorn geholt, weil wir haben jetzt eine Mikrowelle. Ich liebe salziges Popcorn. Wir müssen eh mal schauen, wo wir die ganzen Sachen hier unterbringen, weil das sind alles Sachen, die wir jetzt Weihnachten geschenkt bekommen haben. Und das meiste ist wirklich für die Küche. Da ist ein Crepe-Maker, ein Raclette. Das Raclette kommt wahrscheinlich dann auch in den Keller und die Mikrowelle. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir das dann irgendwie hier noch in die Schränke unterbekommen. Aber mal gucken. Wir haben hier Milch laktosefrei, weil ich bin laktoseintolerant. Also ich kann auch mal normale Milch trinken, aber ich versuche darauf zu achten, dass wir, wenn wir welche holen, dass sie dann schon laktosefrei ist. Und wir holen extra Milch, die nicht direkt in den Kühlschrank muss, dann ist sie länger haltbar. Dann Riegel. Ich liebe die Riegel. Gerade für die Uni sind die voll praktisch. Die von Cineminis schmecken richtig gut. Und die Corny in Vollmilch. Auch richtig geil. Ich habe das übrigens aufgeteilt. Die Sachen müssen hier in den Schrank rein. Und ab da müssen die Sachen in den Kühlschrank. Okay, Nudeln. Noch mehr Nudeln. Tortillas. Leicht und kross. Die schmecken nach nichts. Aber ich finde es richtig lecker. Also auch mit so einem Aufstrich oder so. Dann Mais, da gab es die eine Dose umsonst, wenn man drei holt. So Kekse, die wollten wir mal ausprobieren. Soßen von Felix. Ich habe euch die ja schon öfters gezeigt, die sind so lecker. Das sind unterschiedliche süß-sauer. Die habe ich nochmal so als Reserve geholt. Die wollte ich mal ausprobieren, weil wir die noch nicht hatten. Und die war bei uns schon länger leer, die Currysoße. Dann haben wir hier noch so Nacho-Dip. Wir essen es aber auch öfters zu Tortillas. Wenn ich das als Auflauf mache, schmeckt es eigentlich auch voll lecker, wenn man da ein bisschen drin hat. Kommen wir hier zu den Süßigkeiten. Smarties und Lachgummis. Dann wollte ich hier mit Marzipan-Eis selbst machen, also mit den drei Sachen. Deswegen habe ich auch so eine Kondensmilch. Also ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich liebe nämlich Marzipan und ich hatte irgendwie gestern so einen Heißhunger drauf und habe so ein Rezept rausgesucht. Da brauche ich die Sachen für. Dann habe ich noch mehr Pesto geholt, falls es schnell gehen muss. Cup Noodles. Wir essen die vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate mal. Aber einfach, dass wir die haben. Der Rest muss eigentlich in den Kühlschrank. Wir haben hier einfach Gemüse, also Paprika, Tomaten, eine Zucchini, eine Avocado, Pilze, Bananen. Nur zwei, weil ich mache ganz selten Bananenmilch. Und dann habe ich Passionsfrüchte geholt. Die sehe ich da nämlich fast nie. Und die vier haben 2 Euro gekostet. Also es geht eigentlich echt voll. Hier sind zwei Aufstriche. Einmal Presso und Oberster. Dann haben wir hier nochmal normale Butter und noch Soletta. Weil ich esse lieber die und Finn isst lieber die normale. Dann habe ich für mich Käse. Den esse ich auch nie auf dem Brot oder so, sondern ich schneide mir dann immer im Laufe des Tages ein paar Stücke ab. Und ich liebe den Butterkäse, der schmeckt nämlich auch nach nichts. Genau, ich glaube, das war's alles. Achso, und da hinten haben wir noch so Reibekäse geholt, auch für Wraps oder irgendwelche Aufläufe oder so. Dann haben wir hier noch Brot. Das ist Bio-Mischbrot. Mhm. Finn hat sich hier noch Schokomüsli mitgenommen. Habe ich das schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach wieder dieser Skiwassersirup. Ich trinke das voll gerne in meinem Wasser. Dann trinke ich nämlich auch mehr. Dann waren wir noch bei Müller und haben auch noch voll viel Drogerieartikel geholt. Zum einen eine Wärmflasche. Ich hatte noch keine und ich habe ja gerade meine Tage. Dann haben wir noch Wizard geholt, das Spiel. Finden wir richtig cool. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich irgendwie auch interessant.
Und zwar ist es, wenn man so, wenn sich da so kleine Klümpchen oder sowas bilden, dann kann man das damit so abrasieren. Und das war auch günstig. Deswegen dachte ich, wir probieren das mal aus. Ich trage ja voll gern so Cardigans und so und da bildet sich das voll oft. Und das nervt mich, deswegen haben wir das jetzt. Dann hier noch Pflaster. Einmal so richtig süße Kinderpflaster und solche. Und dann hier noch so Gas, um unser Feuerzeug wieder aufzufüllen. Das war die ganze Zeit leer und dann konnte ich meine Kerzen nicht anmachen. Der Rest ist eigentlich uninteressant. Also relativ uninteressant. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt einigermaßen interessant. Finn, was sagst du? War es interessant? Ja. Finn hat die ganze Zeit alles mitgehört. Echt immer noch ziemlich leer. Ich dachte, wir hätten mehr eingekauft. Normalerweise ist der nämlich richtig voll. Komisch. Also ich kann nicht viel sagen, sage ich 5. Wir spielen jetzt Rosa zu zweit. Oh no! Ist es die letzte Runde? Ja. Ich mache mich jetzt schon Bett fertig. Also schon. Es ist 22.30 Uhr. Ich will nicht zu spät schlafen gehen vor morgen, weil die Klausur ist auch schon um 8. Und ich bin im Moment frühestens um 8 aufgestanden. Und übrigens, jetzt bin ich aufgeregter vor der Klausur als noch heute Mittag. Trotzdem kann man es nicht vergleichen mit dem Ich früher. Also klar denke ich gerade an die Klausur, weil ich werde jetzt keine Albträume oder so vorhaben. Ich denke mal, ich werde das hinbekommen. Ich muss einfach positiv mir einreden, dass ich das hinbekomme und dass es kein Problem wird und dass es alles schon wird. Und es war eigentlich ganz schön, finde ich, habe gerade noch das Spiel gespielt, dieses Wizard, einfach zu zweit. Aber es hat trotzdem funktioniert. Macht ihr jeden Abend so eine krasse Skincare-Routine? Weil ich mache das eigentlich echt nur, wenn ich Lust drauf habe. Ich müsste auch mein Wimpernserum öfters benutzen. Das war es jetzt sogar schon. Kurz jetzt nur noch meine Zähne. Ja, du musst jetzt keine Zeit nachher machen, wie du Zähne putzt. Mach einfach auch schon. Hättest du das? Ach, es ist einfach noch dunkel. Und jetzt haben wir schon die Klausur. Ich mach die hier. Leute, mache mich gerade fertig. Ich habe ja jetzt gleich mein Praktikum, mein Physikpraktikum. Das geht von heute bis Freitag. Ich dachte eigentlich, wir haben nur einen Tag Praktikum und wir wurden eingeteilt. Wir haben doch jeden Tag Praktikum. Aber ich freue mich eigentlich drauf. Dann sehe ich jetzt endlich Anna und Sophia wieder. Ich wollte euch ganz kurz sagen, dass wir heute Morgen die Ergebnisse bekommen haben, also eben auch erst 8 und ich habe bestanden bei beiden, also ich freue mich voll. Chemie lief ein bisschen schlechter als Bio, aber das dachte ich mir schon. Ich bin echt nur happy, dass ich das hinter mir habe und nicht irgendwie in eine Nachprüfung gehen muss oder so. Also ich freue mich echt voll. Jetzt nur noch nächste Woche Physik und dann habe ich, glaube ich, noch 2 weitere Prüfungen und dann habe ich Mitte Februar Semesterferien. Also ich gehe alles Step by Step an. Genau, und gestern, wie die Prüfungen gelaufen sind, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Also wie gesagt, Bio war besser als Chemie. Das wusste ich auch davor, weil mich Bio einfach auch mehr interessiert. Aber Physik wird bei mir nicht besser. Also ich bin mal gespannt, wie das Praktikum heute wird. Den nehme ich heute wieder mit. Und ich muss mich jetzt beeilen, weil ich muss in 5 Minuten loslaufen. Und will mir kurz noch was zum Essen mitnehmen. Ich habe mir extra die Pizza von gestern aufgehoben. Und die nehme ich jetzt mit. Ich finde eigentlich kalte Pizza ganz lecker. Der Spiegel ist endlich angekommen. Den habe ich einfach im September oder so bestellt. Und das hat so ewig gedauert.